Servus, liebe Löwenfans. Ich darf hier heute den Moderator spielen für das zweite Zimmerduell. Bei mir sind Niki Lang und Marco Hiller. Ich bin gespannt, wer hier sich besser kennt. Machst du es öfters? Gut, dann starten wir mal. Also, die erste Frage ist, wer sprintet schneller? Das ist leider falsch. Hast du da die richtigen Antworten? Du läufst doch immer ohne Arme. Naja, gut. Ihr seid auf jeden Fall nicht einer Meinung. Daher muss ich leider sagen, das ist auf jeden Fall nicht gut gelaufen. So schnell. Du bist so schnell, ey. Das sieht man gar nicht. Nee. Leider schon. Also die erste Frage war schon mal falsch. Mhm. Starten wir mit der zweiten. Ansichtssache. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Ja, stark. Was hörst du denn gerne? An Mai Kantereit. Weg Richtung Sonne. Nee, Weg Richtung Sonne ist was anderes. Ja, wer ist denn das? Nee, so Pocahontas hier. Pocahontas. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da. Nee, gut. Aber du würdest auch. Zur dritten Frage. Wer von euch zwei hat mehr Follower auf Instagram? Nee. Ja, gut, da sind beide jetzt einer Meinung, aber. Lass ich mal so stehen. Ja, ein bisschen Schummeln gehört dazu. Ein bisschen Schummeln gehört dazu, lass ich immer so stehen. Gut, zur vierten Frage. Wer wird nach der Karriere eher Fußballtrainer? Ja, hätte ich auch ganz so klar, gesagt. Ja. Ganz klar, Geschichte. Ja. Ganz klar, der Niki. Ja, weil du als Zaubertrainer glaube ich. Weil Schisch dein Bruder. Jetzt fünfte Frage. Wer kann besser kochen? Wir können es beide nicht. Ihr könnt es beide nicht? Naja, da seid ihr auf jeden Fall nicht einer Meinung. Hast du auch noch nie in deinem Leben gekocht. Da sagt der Hillis, das ist ein Koch oder Künstler. Müssen wir mal die Freundin fragen vom Hillis, ob der gut kochen kann. Lieber nicht. Lieber nicht, ne? Das muss man so stehen. So, sechste Frage. Wer ist besser an der Konsole? Ja, das war klar. Also der Hillis, der absolute Niete damit. Irgendwas. Und auf der Wii? Auf der Wii bist du, wärst du vorne. Zumindest im Skispiel. Gut. So, siebte Frage. Wer würde eher einen Triathlon beenden? Also, dass du jetzt so lange überlegst, wahrscheinlich sagen, weil der Hiller Torwart ist, oder? Das hätte ich jetzt auch so gesagt. Also ihr seid auf jeden Fall einer Meinung, das freut mich. Kommen wir zur achten Frage. Wer von euch zwei hat den besseren, schlechteren Fuß? Ja, also, um ehrlich zu sein, so, aber... Also, na gut, also ihr seid jetzt nicht einer Meinung. Den besseren, schlechten. Ja. Achso, den besseren, schlechten. Ja. Warte mal, ja eben. Den besseren, schlechten. Ja, deiner ist ja besser als meiner. Also meiner ist zum Stehen da, mein Lieber. Es freut mich, dass ihr so... Hast du mich schon mal mit links ein paar Spielen sehen? Ja, ihr seid auf jeden Fall nicht einer Meinung. Ich dachte eigentlich, die Sache wäre klar. Ja, weil du so gute Fußbälle spielst. Ja. So, zur neunten Frage. Wer von euch zwei liegt öfters im Massageraum? Ja, also da habe ich jetzt eigentlich auch eine ganz klare... Ja, hätte ich auch so gesagt. Ja, aber ich bin auch schon deutlich älter. Deutlich? Nee. Wenn ich mit 24 war, da noch Fußball spielt, Chapeau. Ja, als Torwart. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Frage 10. Wer von euch zwei hat mehr Sneaker zu Hause? Hätte ich auch gesagt, ihr seid einer Meinung, freut mich. Obwohl du jetzt mittlerweile schon zugelegt hast, muss ich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Gerade so in den letzten Monaten hast du ordentlich geschafft. Ich habe fast jeden Tag mit DFB-Pokal, Bruder. Sieht dir gar nicht ähnlich. Gut, zur elften Frage. Wer von euch zwei ist lauter auf dem Platz? Nee, gut. Den hört man gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Also. Seid ihr einer Meinung, freut mich aber nicht. Frage 12. Wer von euch zwei braucht nach dem Spiel länger in der Kabine? So. Ja, das ist schwierig. Was machst du da? Ist das so eine Halbformel? Wir sind beide mit den letzten. Ja, was sagst du jetzt? Machst du da so Hälfte geht nicht? Wir machen so. Ja. Nee, das zähle ich nicht. Wir müssen kurz das Schiedsgericht fragen. Ich bin zwar nur hier der Moderator, aber ich weiß ja nicht, was der das zählt das jetzt, oder? Bei dir, der ist angekommen. Nee, der hat das nicht bekommen, den seins ist wieder aus. Ja, anscheinend ist es okay. Ja, es zählt. Also beide sind einer. Freut mich, gut. Ich hätte es nicht gezählt, aber gut, lass mich mal stehen. Deswegen bist du nicht Schiedsrichter. Nee, deswegen bin ich Moderator. So, Nummer 13. Wer von euch zwei ist der größere Serienjunkie? Ja, gut.
das war auch klar. Also ich muss schon sagen, einige Sachen waren ordentlich, da war die eine Meinung, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich sage, hätte man schon wissen müssen. Ne? Ich fand uns gut. Es war trotzdem ordentlich. Jetzt die erste und, Frage mit ja, ich freue mich, hier Moderator gewesen zu sein. Mit zwei sehr sympathischen Herren. Wer hat uns und beendet sympathisch dieses genannt. Spiel hier. Ich kann hier noch nicht mal meinen. Ich kann hier noch nicht mal meinen Satz zu Ende bringen, ohne dass ihr hier dazwischen fragt. Ja, okay, wir waren schon gut. Also wie arrogant, was du gerade gesagt hast, ey. Das macht mich schon wieder sauer. Ich muss hier raus mit dem, ey. Also ich beende dieses Spiel, freue mich und ja, bis bald. Witzig, dass es beendet ist. Und er hat in die Kamera genickt. Okay, machen wir auch. Das hast du gut gemacht, da hier. Danke. Weil, ja, aber dass du schneller bist, ist ja... Ich dachte halt so ein Spaß am Anfang. Wir können ja beide nichts mit links, ist doch wurscht. Stimmt, ja, wenn ich mit links leider noch nie schießen sehen. Ne? Du wirst nee, ja, zum Glück. Gezwungen, ja? Links zu schießen. Mittlerweile halte ich sie im Feld. Die Bälle, so jeden zweiten. Gibt's Outtakes? Weil das kannst du vielleicht auch machen. Ich kann nicht mal einen Hammer halten. Ja. Tut mir leid. Ja, du hast immer Krawatte, wenn der Trainer falsch pfeift.